Och nö, die behalte ich jetzt aber. Vielleicht reicht's ja bis ins Ziel. Oh Leute, wenn man vom Pech verfolgt ist, oder? Also das ist jetzt echt ärgerlich. Ich kann nicht das Rennen zu Ende fahren, weil meine Batterie leer ist. Sowas ist mir auch noch nicht passiert in Mario Kart Wii. Insgesamt ein bisschen Zeit gelassen, dass Leute noch in den Raum dazukommen könnten, wenn sie wollten. Aber das hat wohl nicht geklappt, aus welchem Grund auch immer. Und ich werde jetzt auch nicht weiter nachforschen. Ja, das war ja mal ein perfekt getimter Blitz, also wirklich. Da war ich auf dem ersten Platz mit zwei roten Panzern und dann passiert so ein Mist. Echt Wahnsinn. Naja, zumindest eine Wolke wäre mir jetzt eigentlich ganz recht gewesen. Aber stattdessen kriege ich gar nichts. Das ist natürlich auch eine hilfreiche Angelegenheit und so. Wie ist der rote Panzer bitte den Bananen ausgewichen? Wie ist der zweite rote Panzer den Bananen ausgewichen? Wie ist der dritte rote Panzer den Bananen ausgewichen? Und wieso bin ich jetzt letzter? Jetzt mal dumm gefragt. Wie konnte das passieren? Die Armbanduhr fährt mit Quacker, Quack, wie auch immer das Ding heißt. Faszinierend. Und Power ist schon wieder auf dem Vormarsch. Aber nur dank Blitzes. Ja, ich liebe dich, NT. Ich liebe auch dich, lieber Nutzer, den ich nicht sehen kann. Rasmus, Jan Rasmus. Hier ist dein Dürften. Ja, gut, das ist Schicksal. Au. Sehr schön. Ich liebe es, wenn sowas passiert. Ist das nicht schön, wenn das Rennen so anfängt? Lasst mich doch mal. Och, ich wollte das Ding legen. Das war so geil, oder? Die war perfekt platziert, auch wenn ich sie eigentlich legen wollte. Und ich habe keine Ahnung, warum ich sie geworfen habe. Das war mal liegen. Ich meine, der fährt doch schon wieder ein blauer Panzer. Ich hasse euch. Ist das nicht jetzt schon der dritte heute? Und noch ein roter hinterher. Genau so macht man es. Und noch ein Maxi-Pilz drüber. Nö. Robin, ist doch auch alles schief hier. Lambda, du musst die Lage retten. Es ist sonst keiner da, der es machen könnte. Obwohl, wer auch immer der Buhu da hinten ist, könnte ja mal einen Blitz kriegen oder so. Das kam aufs Wort. Bleiben wir dran. So, also, das heißt, es dürfte kein Spiegel sein, wenn ich das... Wie geil. Geisterzahl 2 und so. Wuhu! Ja, ich weiß jetzt, wer raus ist, nämlich NT. Ja, habe ich, glaube ich, eben auch schon gesagt, so beim Rennende. Und ja, NT ist raus, nicht weil er getrennt wurde, sondern weil er sich selbst getrennt hat, weil er hatte Bock auf Bockwurst. Das habe ich auch noch nicht gesehen, mit dem Unterschied machen würde. Aber ich finde es schön, dass wir hier noch ein bisschen DK's Dschungelpark fahren können. Ja, ihr habt mich auch. Jetzt bin ich derjenige, der unverwundbar ist. Ihr könnt mich mal. Kreuzweise und Spiral für mich. Und oh. Ich hab's heute voll drauf. Tralalalala. Ja, das ist doch toll. Und schon bin ich wieder auf dem Vormarsch. Ne? So sieht's aus. Bumm. Zack. Macht mir alle Platz. Au. Ja, so kann man sich auch Platz machen. Schaffe ich das da hoch? Na, gut, das war jetzt nicht wirklich Zeitspaß. Och nö, die habe ich jetzt nicht gebraucht. Und das hätte ich auch nicht gebraucht. Aber wo sollte ich denn hin? Nach links konnte ich ja schlecht fahren. Da waren ja irgendwie, dummerweise, irgendwelche blöden Kack-Item-Fake-Boxen im Weg. Du bist nicht vom roten Panzer gekommen. Ne? Und du hast mir sie auch nicht sofort wieder zurückgegeben, die Wolke, nachdem ich sie dir zurückgegeben habe. Das ist technisch unmöglich. Ich hatte drei rote Panzer. Niemand kann mich dreimal rammen, ohne von einem roten Panzer getroffen zu werden. Ich bin absolut dagegen. Und es waren zwangsläufig drei Ränder. Ne? Erst gibt Person X mir eine Wolke, obwohl ich drei rote Panzer auf mich habe. Da so schnell kannst du gar nicht fahren. Naja, wenigstens kommen die ganzen blauen Panzer dann nicht auf mich. Ich war jetzt schon der dritte, ne? Auf einer so kurzen Bahn. Ja, natürlich. Ich hab dich zurückgerammt. Ich hab's auf Video. Ja. So viel dazu. Ich war jetzt nur Erster, ne? Das ist toll. Das ist so schön. Treffen, der im Goldpilz ist. Also hätte er schon 10 Stunden früher ankommen müssen. Oh, gut, dass ich auf dem 6. Platz einen Blooper kriege. Der hilft mir natürlich unwahrscheinlich, in der 3. Runde nochmal nach vorne zu kommen. Übrigens, danke, dass du mich über den Haufen fährst, weil so habe ich es natürlich auch viel leichter. Die anderen sind im Ziel, bis ich wieder anfahre. Im Goldpilz unterwegs? Oh, nö, ist... Und da ist einer direkt hinter mir. Der hat hoffentlich keine roten Panzer und keine grünen Panzer und überhaupt keine Panzer. Und... Oh, nö. Ach, da ist er ja. Nein. Ich war schon auf dem Beschleunigungsstreifen. Ich hab's gesehen. Ich war schon drauf. So ein Betrug. Oh cool. Der Blitz hat mich nicht erwischt. Aber die anderen dummerweise auch nicht, ne? Und die sind jetzt näher an mir dran, weil der blaue Panzer mich natürlich noch getroffen hatte. Ich. Und dann nehmen wir das halt mal ausnahmsweise so hin. Und da kommt schon der nächste. Es war ja auch klar, dass ich so nicht gewinnen kann. Ich hasse euch alle. Geht heim, geht sterben, macht irgendwas. Wäre der nicht gekommen, wäre ich erster gewesen. Und ich hab's mir verdient. Ich bin die Runde perfekt gefahren. Aber anhalten und die Wolke abgeben macht auch keinen Sinn. Ja, davon bin ich einfach jetzt mal überzeugt.
Hört auf, mich wegzuschieben. Nö, ich bin doch noch klein. Gib mir noch eine Wolke. Ja, ist klar. Deine Mutter. irgendjemand hier? Nö, keiner hier. Super, wird sonst weggeblitzt worden werden. Wuhu. Egal, wenigstens kriege ich dann jetzt zum Ausgleich einen Bullet Bill. Das ist schon mal ein bisschen was. Oh, und ich werde noch groß geblitzt. Das ist auch okay. Aber das heißt, dass sie einen blaugraden Blitz hat und das ist schlecht für mein Team. Und überhaupt nicht sowieso. Ich würde mich ja schon freuen, wenn ich mal in einem Team wäre, das ein bisschen gewinnt und sowas. Aber MKW-Fahrer, der kaum Erfahrung hat, hat da schon irgendwie ernsthaft Probleme irgendwie bezweifelt. Wo kommt die Armbanduhr auf einmal her? Und warum kriege ich schon wieder einen blauen Panzer ab? Irgendwie wiederholt sich alles hier, habe ich den Eindruck. So ein ganz klein bisschen. Ach ja, das ist mir auch noch nicht passiert. Ich wusste nicht mal, dass da ein Loch ist. Ich habe gedacht, da wäre irgendwo ein Boden oder so. Also ich klar, dass man da nicht fahren kann, meinetwegen. Aber dass da ein Loch ist, wusste ich nicht. Und ich krieg noch einen roten ab. Ich krieg zwar keine Gelegenheit, irgendwen mit der Wolke zu rammen, aber ich krieg einen roten ab. Und noch einen roten. Das gleicht natürlich aus. Letzter mit Abstand. Ach nee, da kommt noch einer angegrüßt. Der im Krank und dann mache ich einen extra gesonderten Termin dafür. Scheiße. Ich war jetzt total überfordert, weil die... Ja, ich hab die Wolke, wo auch immer sie gerade herkommt, ist klar. Ich wollte gerade sagen, ich war total überfordert, weil da irgendwo eine Wolke war und ich sie aus dem Blick verloren habe. Da haben wir noch ein paar Bananen hier auf offener Strecke. Das ist eine gute Idee. Schön. Und wer überfährt mich mit Sternen? Danke. Gut. Ja, ist mir egal. Also, es macht keinen Unterschied. Die Bahn verliere ich so oder so, egal was kommt. Herrlich. Okay. Eigentlich hätte ich auf den Stern verzichtet normalerweise. Aber als der Bullbill von hinten kam, hatte ich Angst, dass er mich runterwirft. Also habe ich gedacht, nö, dann nimmst du deinen Stern mal lieber doch. Und es war die richtige Entscheidung, weil damit habe ich den Blitz abgewehrt. Übrigens, Renko, du kannst mich gar nicht gerammt haben, weil dann wärst du von einem roten Panzer getroffen worden. Und zwar zu Recht. Zögerung des Bildes oder so. Oh, schön. Wo habe ich die Wolke her? Habe ich die Wolke vielleicht? Nee, da war niemand, der mir eine Wolke geben konnte, oder? Aber das ist der einzige Weg, wie ich sie hätte kriegen können. Naja. Wow. Wow. Ja. Vielleicht auch noch ein bisschen weiter vor. So, mit dem Stern ist man ein Tick schneller, aber ich brauche noch einen Item, ob das hier was wird. Es ist klar, dass der Stern in dem Moment aufhört, wo ich in die Fakebox fahre. Aber ich reicht. Wunderbar. Das reicht auch ein zweites Mal. Sehr schön. Dank Stern. Boah, das war ja mal super, oder? Genau in dem Moment, wo ich aus dem Unverwundbar komme, kommt der Bullet Bill und schubst mich runter. So, jemand erzählt, dass bei Winamp, so ein Programm für Musik abzuspielen am Computer, ne? Dass es da üblich wäre, dass er versucht, wenn man auf Zufallswiedergabe geht, Dateien öfters abzuspielen, die selten abgespielt werden. Warum auch immer. Aber ist das hier bei Mario Kart Wii genauso verdammt? Das ist echt unschattig. Bis hierhin war es übrigens gut, ne? Also bis ich durch den Blitz meine Items verloren habe, mit denen ich mich wunderbar gegen den roten Panzer hätte wehren können, war ich durchgehend Erster auf der ganzen Bahn. Ohne... Ich bin Siebter. Na, dann bin ich ja jetzt wieder auf dem Ersten. Nicht verdient, aber ich bin auf dem Ersten. Man muss sich ja nicht alles verdienen hier. Das hatte ich wohl verdient, nehme ich an. Da ist ein... Ach scheiße, wir sind ja nicht im Team Complete. Ich kann nicht durch meine eigenen Items fahren. Da war was. Ja, jetzt wäre ich fast nochmal runtergefallen wegen dem Scheiß, ne? Ich habe auch ein gutes Item, ist auch schön für mich. Und ich kann nicht fahren, was auch schön für mich ist. Und ich kann nicht fahren, was auch schön für mich ist. Und ich kann nicht fahren, was auch schön für mich ist. Wenn ich fahren könnte, dann wäre das ja voll scheiße, weil dann könnte ich jetzt irgendwie nach vorne kommen, statt zurückzufallen. Hat der jetzt wirklich bis hierher die Bombe behalten? Das ist ja wohl nicht sein Ernst. Und wie immer kommt alles auf einmal. Ja, ich möchte an dieser Stelle Bernd das Brot zitieren mit einer unglaublichen Lebensweisheit, und zwar: Alles ist wie immer, nur schlimmer. Mist. Okay, sonst hätte er nicht so einen Vorteil. Wow. Och nö jetzt, Leute. Ich musste den grünen Panzern ausweichen, den grünen Panzer ausweichen. Das war ja jetzt mal ein mega abgefuckter Bullshit hier. Und wieder mal ein Bullet Bill, der einen auf den zweiten Platz bringt. Ja, Star Fox. Danke, du hast 10 Punkte dazu gekriegt, weil ein Bullet Bill dir den Arsch gerettet hat. Also wenn ich Videos hochlade und Mario Kart Wii spielen will, dann ist auch hier Ende. Komm schon, Lambda. Nein! Bin ich jetzt wenigstens wieder groß, nachdem ich hier ausgekramt wurde? Ja, okay. Ich habe einen Runde halt wieder. Ich will hier weg. Oh Gott, sind die weit vorne. Da komme ich ja niemals ran. Selbst mit Goldpilz nicht. Jetzt noch so ein Ding und dann ist wieder alles in Butter oder so. Oh Gott.
Das war irgendwie auf Ansage. Okay, das kostet einen Kasten Bier oder so. Aber ignorieren wir das. Meine Ansage war super, weil mit der kann ich leben. Ach komm schon, ich war einen halben Meter daneben. Das Ding kann mich gar nicht getroffen haben. So ein dämlicher Scheißbetrug. Entschuldige, ich will dich nicht rammen, ich will hier eigentlich nur fahren. Yay! So ein Schade, der hätte eigentlich fast noch treffen können. Und er hätte sogar fast mich noch getroffen. Was mir zum Glück nichts ausmacht, solange ich in meinem eigenen Team bin. Ja, wer hätte das gedacht, ich bin in meinem eigenen Team. Wow. Was für ein Glück, dass ich nicht im anderen Team bin. ja, ich will die Wolke. Ja, danke. Danke, ich nehme die gerne. Ach nee, das ist Runde 2? Ich habe gedacht, das wäre Runde 3. Verdammt. Ja, wäre es jetzt mal Runde 3 gewesen, wäre ich mit der Wolke gut bedient gewesen. Ne? Oh, das ist aber cool. Ich hoffe, Timberlake ist wirklich gerade da runtergeflogen. okay. Gut. Gut, 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 gut. Oh, Team Rot hängt sehr weit zurück. Das heißt, da kommt wahrscheinlich gleich ein Blitz, ne? Ich kann in die Zukunft sehen. oh, das war ja mal echt genial. Hm, Team 3 Rote hört sich gut auf. Wenn ich dazu gekommen wäre, sie zu schießen. Verdammte Scheiße. Och nö, sag mir nicht, ich bin der Erste in meinem Team und ich bin auf dem Vierten. Wo ist mein Team? Hallo, wir sind 12 Leute in dem Raum, ausnahmsweise mal. Da kann ich doch nicht auf dem vierten Platz Erster sein. Das kommt mir bekannt vor. Jetzt habe ich ein Déjà-vu von dem Video, das ich bei Patrick Megaman gesehen habe. Ja, der hatte so ein Fail, so eine Fail-Liste von mir aufgestellt. Und da war auch so eine Stelle drin, wo ich auf dem fünften Platz oder so einen blauen Panzer abbekommen habe, weil ich auf dem fünften Platz immer noch der Erste in meinem Team war. Zu erinnern? Und, oh Gott. Wieso kriege ich einen blauen Panzer auf Platz 5 ab in der dritten Runde? Das kann doch nicht sein hier. Wo ist mein Team? Verdammt. Irgendwie habe ich gedacht, ich würde es schaffen, Kampfball zu finden. Und ja, ich habe die Wolke. War klar. Mist. Meinen Teamkameraden kann ich es natürlich nicht geben. Will ich auch eigentlich gar nicht, aber das läuft gerade sehr schlecht. Der Blitz ist natürlich geil, wenn ich nicht... Sei mal doch mal ehrlich hier. Drei Runden im Kreis fahren auf 32 Bahnen, das wiederholt sich dann doch schon irgendwann. Vor allem nach, naja, 200 Videos oder so, ne? Oh, was war denn das jetzt? War das ein Bullet Bill, der eigentlich gar kein Bullet Bill war, oder was? Wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Okay, jetzt vielleicht... Ja, super. Jetzt hätte ich eigentlich einen Goldpilz gebraucht, oder einen Stern, oder beides, ja. Au. Au. Oh, das ist cool. Also jetzt sind schon drei Leute mit Stern an mir vorbeigefahren gleichzeitig. Schön, dass ich keinen habe, aber... Okay, vergesst es. Ich habe die Chance voll. Warum fährst du nicht ins Ziel, du Affe? Ja, Enti, was machst du hier? Das ist jetzt ja noch ganz gut, aber... Wow, mal gucken. Wow, 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 wow! Ich habe keine Ahnung, was gerade passiert ist, aber es sah sehr dramatisch aus.